Am 15. März 1978 kam es in der Zentralwäscherei Basel zu einem Streik. Er ging vor allem von den ausländischen Frauen aus, welche nicht in die städtische Pensionskasse aufgenommen wurden, aber dennoch 8% vom Lohn in ein Sparkonto bezahlen mussten. Ihre Hauptforderung lautete: Gleichbehandlung mit den Schweizern, das heißt feste Anstellungen und Beitrittsmöglichkeit in die Pensionskasse. Das geschlossene Auftreten im Betrieb und eine breite Unterstützung von verschiedenen Organisationen zwang die zuständige Gewerkschaft, die VPOD, zu Verhandlungen mit der Direktion, welche zum Teil ebenfalls der VPOD angehörte. Vereinbart wurde, dass die Beiträge auf das Sparkonto freiwillig geleistet werden konnten. Die zweite Hauptforderung, keine Entlassung nach dem Streik, wurde nur zum Teil erfüllt. Zwei Mitglieder der Arbeitskommission wurden entlassen, konnten aber nach der Verhandlung in einem anderen städtischen Betrieb weiterarbeiten. Angela hat am Streik teilgenommen und arbeitet immer noch in dem Betrieb. Wir fragten sie nach den Konsequenzen des Streiks und nach den Veränderungen im Betrieb in den letzten Jahren. Conseguenze posso dire che a lunga scadenza le abbiamo avuto e gravi. Io posso parlarti personalmente di me, posso dirti che io lavoravo in un dipartimento dove, un riparto, no? dove praticamente si sta bene, si stava bene, con una compagna e io due persone sole. Allora lì non avevo un accordo, un cottimo da fare, potevo svolgere il mio lavoro tranquillamente, senza pressione da parte del capo. Questo nel centrale gli vuol dire tanto, capisci? Nonostante tutto, ogni giorno io mi vedevo sempre accusata, sottomessa da parte di stupidaggini dal capo che veniva lì sempre a spizzicarmi e a dirmi: ah, perché come vanno i tuoi compagni rossi, o cioè cose tonte, no? Cose scemi, che ti, solamente per farti rispondere male in qualche modo. Loro dovevano avere sempre un motivo molto preciso da poter dire: questa persona o non è competente al lavoro, o è incompatibilità di caratteri, o qualsiasi cosa del genere, per poter fare un licenziamento, sennò non potevano, capisci? Die Konsequenzen? Langfristig gesehen ja, schwere. Ich persönlich arbeitete in einer Abteilung, wo wir keine Quoten erreichen mussten. Auch war kein Chef da, der drückte, was schon viel heißt für die Zentralwäscherei. Aber danach sah ich mich jeden Tag den Anklagen ausgesetzt. Der Chef, der zu mir kam, um mich zu sticheln. Zum Beispiel sagte er: ah, wie geht es deinen roten Genossen? Und so Sprüche. Nur damit ich sauer würde und eine schlechte Antwort gebe, damit sie ein präzises Motiv hätten, um sagen zu können, dass diese Person nicht zu dieser Arbeit passe oder vom Charakter her unverträglich sei, um mir zu kündigen. Sie stichelten mich, um mich nervös zu machen. Dem ging ich natürlich aus dem Weg, sonst sind wir gebraten. Zwei Kollegen waren ja schon weg, somit blieb ich noch. Wenn ich einen Fehler mache, könnten sie auch mich noch entlassen. Na dann könnten sie sich alles hier drin erlauben, weil die Leute am Schluss glauben, seht, wie sie die entlassen können. Die Angst wäre noch größer und die Leute würden sich nur noch mehr unterordnen. Dopo tre anni, per dirti come, fino a che punto loro alla fine hanno potuto fare quello che hanno voluto, no? Per questo le conseguenze a lunga scadenza sono state negative, no? Dopo tre anni hanno potuto cambiarmi di reparto, mettermi in un dipartimento più schifoso di tutta la vita, dove lì si lavora con i tank, dove si sta a 30-40 gradi, dove il lavoro è quasi accordo, non è accordo, però sei a cronometri, sì, c'hai delle macchine, cambi su orologi, dove tu devi fare quelle quantità ogni mezz'ora, perché si, però la cosa più buffa è che il reloggio sono, noi lavoriamo come amati, però i cotimi non ce lo pagano, no? E allora sono stato lì trasferita e ancora oggi sto lavorando. Io credo che loro pensavano che magari così io in qualche modo mi potevo stancare, me ne andavo, no? E io naturalmente questo lo trovo anche come una forma di repressione, cioè di una repressalia. Nach drei Jahren, um dir zu sagen, wie weit sie gingen, und das sind die langfristigen Folgen, nach drei Jahren steckten sie mich in die schlechteste Abteilung, wo ich heute noch bin, wo bei 30 bis 40 Grad gearbeitet wird, quasi im Akkord. Nicht im Akkord, aber mit diesen Zeitmessern.
Die Maschinen haben diese Uhren und du musst eine bestimmte Menge pro halbe Stunde machen. Aber das Schlimme, die Uhren sind dort, aber die Quoten werden nicht bezahlt. Sie dachten, wenn ich hier arbeiten muss, würde es mir mit der Zeit schon verleiden und ich ginge von selbst. Das ist auch eine Art Repression oder eine Repressalie. Che cosa poi ti posso dire è cambiato sostanzialmente? Sostanzialmente niente, non è cambiato niente, niente. I relogi ci sono lì, avevamo lottato, mi ricordo, una delle rivendicazioni che noi facevamo erano appunto fare fuori questi relogi, andare, cioè questi controlli per andare al gabinetto per esempio, che una persona si deve cambiare ogni ora per andare al gabinetto quando loro tengono stabilito, perché sennò non puoi mancare dal tuo posto di lavoro. E avevamo reclamato per il caldo, avevamo reclamato per una serie di cose, quelli continuano, cioè non è cambiato niente, anzi con questo nuovo sistema tecnologico di macchine che hanno, ci stanno mettendo delle macchine che fanno lavorare come un robot, praticamente. Nichts. Die Zeitmesser sind immer noch da. Wir haben gekämpft. Ich erinnere mich an eine Forderung, die wir gestellt haben, dass diese Zeitmesser abgeschafft werden und diese Kontrollen, wenn du aufs WC musst. Wir haben wegen verschiedenen Sachen reklamiert, wegen der Hitze. Das läuft alles weiter. Nichts hat sich geändert. Dazu mit diesen neuen Technologien, diese neuen Maschinen, die sie haben, die lassen dich wie ein Roboter arbeiten, praktisch. Zu Geschwindigkeiten, ich weiß nicht, es macht einem Angst. Jetzt zum Beispiel warten wir, das heißt, warten Sie auf eine Maschine für Leintücher, die, wie Sie sagen, eine Geschwindigkeit von 150 Kilometer in der Stunde hat. Das System hat Fotozellen. Du nimmst ein Leintuch und steckst es in diese Klammern. Und wratsch, automatisch, wenn es Schatten wirft auf die Fotozellen, nimmt die Maschine es hinein und es kommt schön gefaltet wieder raus. Wie wenn es nicht berührt worden wäre. Aber was Ihnen nicht bewusst ist, dass ein Mensch das Leintuch dort reintun muss, damit es schön gefaltet wieder rauskommt. Schon jetzt muss jede ungefähr 300 Leintücher machen in einer halben Stunde. Wenn diese neue Maschine kommt, wie wir das schaffen, das weiß ich nicht. Es wird dann auch weniger Personal benötigt. Sehr wahrscheinlich werden wir noch schneller arbeiten müssen. Von alleine kommt das Leintuch ja nicht hinein. Eine Reaktion der Arbeiterinnen wird es sicher geben, aber es ist traurig zu sagen, die Leute haben jetzt viel Angst da drin. Denn schau, das System mit den Verträgen, das sie jetzt gemacht haben, das ist deprimierend. Wir sind nun einigermaßen gesichert, definitiv. Seit 2 Jahren mit dem Pensionskassenobligatorium haben sie uns in die Pensionskasse aufgenommen. Daher sind wir jetzt wie definitiv angestellt. Quello che ti posso dire è che è deprimente, è molto triste che oggi, dopo tante lotte, dopo tanto aver detto e non so io, è discusso, che nella centrale i contratti non sono più definitivi, cioè non entra una persona più pagata al mese, sino a ore. Adesso ognuno che entra non entra più per lavorare indefinito tempo, se no per 3 mesi, dopodiché questo contratto gli viene rinnovato ancora in altri 3 mesi, allora può lavorare 6 mesi lì, no? E se è bravo e se è possibile può ancora lavorare un anno. E così. Was ich sagen kann, es ist sehr deprimierend und traurig, dass nach so viel Kämpfen, nach so viel Diskussionen, dass heute in der Zentrale die Verträge nicht mehr definitiv sind. Das heißt, eine Person kommt nicht mehr im Monatslohn herein, nur noch im Stundenlohn, auf 3 Monate befristet. Dann wird der Vertrag nochmal um 3 Monate verlängert, wenn die Person gut arbeitet und es möglich ist. Was passiert nun? Eine Arbeiterin sagt sich, ich muss arbeiten und arbeitet nun wie eine Verrückte, weil sie noch weitere 3 Monate da arbeiten will, damit die Firma den Vertrag verlängert. Und was passiert nun? In den letzten 2 Monaten wurden sehr viele neue Leute angestellt, alle provisorisch. Und das macht mir Angst, denn in 2-3 Jahren wird die Hälfte des Personals provisorisch angestellt sein. Und was kommt danach? Sie werden damit die Leute unter Druck setzen, die fest angestellt sind und für ihre Rechte gekämpft haben. Die Neuen arbeiten immer in der Angst, dass ihr Vertrag nicht mehr verlängert wird. Ich verstehe das ja, aber sie machen alles und damit werden wir unter Druck gesetzt, schneller zu arbeiten und so weiter.
Dann kommt das Nächste. Schau, wir wissen alle, dass in ein paar Jahren nur noch 40 Stunden gearbeitet wird. Was passiert dann? Die im Stundenlohn werden automatisch weniger bezahlt werden. Das muss man wissen, denn die Firma ist clever. Die denkt 5 Jahre voraus. So spart sie sich viel Geld. Sindacato è stata una questione un po' comica, la questione del sindacato, perché fino al sciopero eravamo del VPOV, cioè il sindacato dello Stato doveva difendere la questione. Infatti sono stati quelli che ci hanno aiutato a risolvere i problemi. Succede che tutta la direzione in blocco, a conseguenza di questo aiuto da parte del VPOV all'operaio, si dimette del VPOV. E si entra nel sindacato cristiano, capisci? Sì, sì, sì. Allora la vita si vede automaticamente divisa tra sindacato cristiano e fautore. Sì, è entrato dentro il sindacato cristiano la parte della direzione. Sì, diciamo che quasi tutta la direzione, quelli che stavano a favore della direzione, sono andate dentro il sindacato cristiano, sì. E così adesso siamo un po' tra due acque, un po' fregati, perché ecco, c'è il sindacato cristiano che dice che veniva lì a fare le riunioni insieme a questo benedetto Netz del Vapore, e alla fine si lavavano le mani, si stringevano i colli, tutti erano baci e abbracci, in conclusione, in effettivo, poco sì, perché sostanzialmente non è cambiato proprio niente, no? Anzi ti dico che, e non so perché, riuscivano sempre a mandare via tutti quelli che erano scritti al FAUPOV. Sì. E infatti di là mi pare che adesso, operai da quando sciopero, dovevamo essere 5 che abbiamo rimasto. Ancora che rimasto. Sì, è una parola dire abbiamo rimasto, perché si rimane lì, ma bisogna vedere con quanti lotte continue, con quanti... Die Gewerkschaft, das war eine komische Sache. Bis zum Streik waren wir im VPOD, die Gewerkschaft des Staates, die musste unsere Sache verteidigen. Die haben uns ja dann auch geholfen, die Probleme zu lösen. Danach, als Reaktion auf die Unterstützung des VPOD für unsere Forderungen, ist die ganze Direktion aus dem VPOD ausgetreten und in die christliche Gewerkschaft eingetreten. Die Direktion und die auf Seiten der Direktion standen. Und nun ist der Betrieb gespalten zwischen VPOD und der christlichen Gewerkschaft. Und wir stehen jetzt dazwischen, denn nach ein paar Sitzungen der beiden Gewerkschaftsvertreter haben sie sich die Händchen geschüttelt und den Hals gestreichelt. Verstehst du? Nichts hat sich geändert, wenig. Dazu haben sie es geschafft, alle die wegzukriegen, die im VPD angeschrieben sind. Ich glaube, Arbeiterinnen vom Streik her sind wir jetzt noch 5, die geblieben sind. Aber was heißt das, wir sind geblieben? Man muss auch sehen, mit wie viel Krämpfen und Kämpfen das verbunden ist. Lager nur für ausländische Arbeitskräfte oder auch für Schweizer, zum Beispiel Milchsuppe. Ja, du bist Krüppel und hast früher nur vom Sozialamt den Stutz bekommen. Dann bist du irgendwann mal in der WWB Milchsuppe gelandet. Wie ist das vor sich gegangen? Also, als ich das erste Mal Sozialgeld holen wollte, haben sie gefunden, ich müsse einen Rentenantrag unterschreiben und ich habe das auch gemacht. Somit ist die IV-Kommission Basel-Stadt aufmerksam geworden auf mich. Und die Rente haben sie nicht bewilligt, weil ich 100% anbezahlt bin aufgrund von meiner vorherigen Ausbildung. Und stattdessen haben sie einen Tommen beauftragt, das ist Berufsberater von der IV-Regionalstelle Basel. Und der hat mit mir eine Wiedereingliederung zu machen. Und er hat eigentlich ausser gestöhnt, dass er eben nichts machen kann, nichts gemacht. Und ein Arbeitstraining war das Billigste für die IV-Kommission und für ihn das Einfachste, das zu mischen. Und so bin ich halt dort gelandet. Wie viele Leute arbeiten eigentlich in der Milchsuppe? Was sind das für Leute? Und was haben die für eine Vorgeschichte? Die meisten Leute hatten vorher schon ziemlich beschissene Jobs und haben dann einfach entweder einen Arbeitsunfall oder halt Arbeitskollaps. Das heisst, sie haben die Arbeit einfach nicht mehr ausgehalten und sind so auf dem Sozialamt gelandet oder eben IV-abhängig geworden, also Krüppel geworden oder sozial geschädigt. Ja.
haben halt viele Sonderschulabgänge, vor allem die Jüngeren. Also es sind 150, die dort wohnen, auch noch, und 250, die extern wohnen und nur dort arbeiten, also insgesamt 400 Leute, ja. Was hast du dort verdient? Und was haben die anderen Leute für ihre Arbeit bekommen? Also ich habe für den ganzen Tag arbeiten, ein Taggeld bezogen, das war 42,60 gewesen. Denn die anderen Leute, also die zum Beispiel eine Ausbildung, das heisst eine Lehre oder eine Anlehre gemacht haben, die haben einen Lohn bezogen von 80 bis 180 Franken im Monat, muss man sich also mal vorstellen, im Monat. Dann hat es Leute gehabt, die haben eine Rente bezogen und als Zusatz meistens noch ein Taschengeld von auch 80 bis ungefähr 180 Franken. Und die Höhe oder ob überhaupt die Leute Taschengeld bekommen haben, das hat die Aktion von der WGB entschieden. Nach ihrem Verhalten halt hat das dann geheissen. Und also, dann hat es Leute gehabt, die haben dort gewohnt und haben dann ihre ganze Rente, die selten 1000 Franken ist, meistens darunter. Ja, einfach halt für das ganze, für das Zimmer, also Kosten, Logiemessen verlochen, oder? Und dann vielleicht noch einen Teil von ihrem Taschengeld übrig haben für Kino oder weiss ich was und so. Also schlichtweg haben einfach alle neuen, grob gesagt, gratis geschafft dort, oder? In welchem Bereich ist denn dort geschafft worden und wo hast du geschafft gehabt? Also, der Bereich, wo geschafft worden sind, das ist ein Büro, eine Schreinerei, metallverarbeitende Werkstätte und Montagehallen, eine Gärtnerei und Beschäftigungswerkstatt und noch die Paul-Speiser-Werkstatt, das ist auch eine Beschäftigungswerkstatt und eine Werberei. Also es gibt Werkstätten wie zum Beispiel die Gärtnerei, die eigentlich nicht eine geschützte Werkstatt ist. Das heisst, die ist subventioniert, muss rentieren bis zu einem gewissen Grad. Da wird auch Zeugs verkauft, also Äpfel an die Märthalle und, ja, und Gemüse halt. Und das heisst, für uns hat das geheißen, ziemlich wacker, oder? Und dann gibt es die geschützten Werkstätten. Das ist zum Beispiel die Paul-Speiser-Werkstatt, die Beschäftigungswerkstatt oder das Büro. Und Trainingsbüro nennt sich das. Und ein Trainingsbüro war zum Beispiel so, dass dort einfach der Fußballverband Nordwestschweiz ja praktisch Arbeit geschenkt hat, wo man arbeiten darf, oder? Also das waren so Listentypen. Also das bierreichste Arbeit, die ich schon je im Leben gesehen habe, das war zum Beispiel die Beschäftigungswerkstatt. Die haben Stecker gemacht, was genau weiss ich auch, auf jeden Fall immer das Gleiche. Und wenn du in die Halle reingekommen bist, dann hast du einfach so weit den Horizont gereicht, hat nichts als Stecker gesehen. Also das muss mir überhaupt niemand erzählen, dass das nicht für eine Mehrzeit zum Beispiel, oder? Und dann ist noch die Paul-Speiser-Werkstatt, das ist auch ziemlich extrem. Es arbeiten Leute, die früher in den Clubs waren und die tun dann, ja weiss ich, was die machen. Also das ist auch nur irgendwie so Fädel, ganz kleine, wo du halt wahnsinnig wirst, wenn du so etwas schon in die Finger nimmst. Und ja, und es ist dann so, also ja, ich nehme an, nach dieser Arbeit wirst du auch wieder in den Clubs landen, denke ich. Also du hast jetzt hier sechs... du hast 6 Monate hier gearbeitet, in der Milchsuppe. Und was ist das für dich als Körper jetzt für eine Arbeit gewesen? Was ist die Milchsuppe? Warum gibt es die überhaupt? Was ist das? Ja, eine Ausbildung kannst du also wirklich nicht machen dort, weil die meisten Leute die machen eine Anlehre, die wenigsten eine Lehre. Und das Einzige, was einfach wirklich lehrst, ist dich an total beschissene Arbeitsbedingungen zu gewöhnen dort. Wo sie halt sagen, es sei die Motivation zum viel Arbeiten, ist, dass das dann in der freien Marktwirtschaft, sogenannte freie Marktwirtschaft, besser geht. Stimmt die überhaupt nicht, weil du ja genau gleich selbst machen musst, wo du dann eben darauf trainiert worden bist. Und ja, flüchten kannst du auch nicht.
Eigentlich, weil du kannst ja nicht stempeln von den Niederlohn, die du hast. Und wenn du eine Rente bezogen hast, dann wird überhaupt nicht eingezahlt. Das Sozialamt kannst du auch nicht gehen, weil die haben ja loswerden, darum haben sie die ja eingeliefert schlussendlich. Es ist die gleiche Schufterei wie in den Knästen oder in den Asylantinlagern. Es ist einfach Zwangsarbeit. Durch die Industrialisierung wurden die Arbeitsplätze immer mehr zur Ursache vieler Krankheiten. Krebs, Allergien verschiedenster Art, schleichende Vergiftungen, Stress, um nur ein paar wenige zu nennen, sind die am meist bekannten. Dazu kommen die Unfallsgefahren an den Maschinen, auf Hoch- und Tiefbauten etc. Die Medizin selbst ist größtenteils verindustrialisiert worden. Mit dem Begriff Medizin versteht man nicht Heilung im eigentlichen Sinn, sondern Pharma- und Chemieindustrie, gestresste und überlastete Ärzte und Pflegepersonal und expansiv verworrene Netze der Krankenversicherungen. Das nützt den Menschen, die durch ihre Arbeitssituation erkrankt sind, nur beschränkt bis gar nicht. Es werden Medikamente verschrieben, um körperliche Schmerzen erträglich zu halten und die Psyche wieder auf den Damm zu kriegen. Heilung ist kaum möglich, da die Ursachen weder von den Versicherungen noch von den Medikamentproduzenten bekämpft werden. Im Gegenteil, die Kranken sind ihre potenziellen Käufer. Was dem Kapitalismus so eigen ist, es betrifft nicht alle gleich. Aus der Drecksarbeit wie aus dem Kranksein wird Profit geschlagen. Ausländer und Ausländerinnen haben nicht die Möglichkeit, politische Rechte geltend zu machen, um sich zu wehren. Selbst internationale Menschenrechte werden an vielen Arbeitsplätzen nicht eingehalten. Viele der ausländischen Arbeitenden müssen die krankheitsgefährdesten Arbeiten ausführen. Dazu leiden sie unter der Diskriminierung sozialer wie gesetzlicher Art. Unter schlechten Wohnverhältnissen, Mangel an Familienleben, Arbeitsplatzunsicherheit, Entfremdung und Hetze der Industriearbeit, materieller Not bei kinderreichen Familien, niedrigen Löhnen, Akkord- und Schichtarbeit und der verbotenen Schwarzarbeit. Die Folgen sind häufig psychische und psychosomatische Erkrankungen. Die werden von den Arbeitgebern umgedeutet. Es heißt dann nur noch, die sind doch faul und arbeitsscheu. Als Arbeitskräfte werden die Ausländer und Ausländerinnen dringend gebraucht. Ohne billige Arbeitskräfte könnte das kapitalistische System nicht funktionieren. Um diese Arbeitsplätze billig zu halten, wird sogar an notwendigen Dingen, wie zum Beispiel Gasmasken, Schutzhandschuhen, geeigneten Arbeitskleidern gespart. Die Diskriminierung besteht nicht nur in den niedrigen Löhnen, sondern auch in der Art der Arbeit. Sie werden häufig gezwungen, körperlich besonders schwere, schmutzige und gefahrvolle Tätigkeiten auszuführen. Die Krankheit und Unfallhäufigkeit unter ausländischen Arbeitenden ist sehr hoch. Frauen erhalten noch niedrigere Löhne, werden spezifisch diskriminiert und haben oft an der Doppelbelastung mit Kindern und Haushalt schwer zu tragen. Kinder von ausländischen Eltern haben es besonders schwer. Aus einem Bericht eines Arztes: Kinder ausländischer Eltern sind öfter krank, liegen länger im Krankenhaus. Aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, können die Mütter die Kinder nicht vorzeitig aus der Klinik nehmen, um sie zu pflegen. Sie getrauen sich auch nicht, die ihnen zustehenden Tage dafür freizunehmen.